Bei den ganzen Klimageräten gibt es genau ein großes Problem, und zwar der Abluftschlauch. Der Abluftschlauch ist das große Problem. Denn damit ihr einen richtigen Austausch zwischen kalter und warmer Luft hinbekommt für den ganzen Raum, braucht ihr einfach einen Abluftschlauch. Und jetzt hat man folgendes Dilemma. Manche gehen echt zu der radikalen Variante und bohren ein Loch in die Wand, und ihr seht, der Abluftschlauch ist gar nicht so klein. Das große Problem ist, ja, das könnt ihr machen, das sieht vielleicht schöner aus, aber ihr werdet für das ganze Haus eine Kältebrücke schaffen, die ihr so leicht nicht mehr reparieren könnt. Und bei den mobilen Klimageräten ist es nicht notwendig. Es gibt jetzt eine richtig coole Erfindung, und zwar sieht es aus wie eine Ziehharmonika. Ihr zippt das Ganze in das Fenster rein, könnt es dann kippen und den Abluftschlauch einfach durch das Fenster führen, und das Ding ist komplett geschlossen. Also ich finde das ultra praktisch und effizient. Und das kostet sehr wenig Geld. Ihr könnt es ja anschauen. Ich habe euch den günstigsten Preis in die Videobeschreibung verlinkt mit allen Infos dazu. Und ihr könnt da Fenster mit einem Umfang von wieder öffnen wie schließen. Ist einfach die smarteste Variante, um A, ein Klimagerät zu haben, was natürlich viel besser ist als ein Ventilator. Machen wir uns nichts vor, ein Ventilator verwirbelt die Luft, ein Klimagerät kühlt wirklich den Raum runter. Aber ohne euer Haus zu zerstören, und im Winter werdet ihr euch ärgern, da werdet ihr das Klimagerät nicht brauchen, aber dann habt ihr eine Kältebrücke im Haus, und wenn ihr zum Beispiel